Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMO-Video. Freunde, wir bekommen täglich unzählige Nachrichten von euch, in denen wir gefragt werden, welche BMW-Modelle wir euch empfehlen würden. Da jeder von euch ein anderes Budget und auch andere Ansprüche an sein Fahrzeug hat, haben wir uns dazu entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen. In der heutigen Episode werden wir euch die drei besten BMWs für Anfänger vorstellen. Wenn ihr wissen wollt, um welche Modelle es sich handelt, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Also Freunde, los geht's! BMW E36 316i Compact. Der günstigste im Bunde, aber auch zugleich einer der besten. Der Compact ist der perfekte BMW für Anfänger, sportlich, praktikabel und günstig im Unterhalt. Er mag zwar mittlerweile optisch in die Jahre gekommen und auch im Innenraum nicht mehr wirklich ansprechend sein, aber seine Zuverlässigkeit, sein Fahrverhalten und auch der geringe Verbrauch sprechen für ihn. Im Compact kann man noch das echte Autofahren lernen. Kein unnötiger Schnickschnack. Durch seinen Heckantrieb bietet er auch die Gelegenheit, die Fahrkünste zu trainieren und vermittelt aufgrund seiner Agilität auch im Alltag genügend Fahrspaß. Ideal für diejenigen, die ohnehin ein schmales Budget haben, aber keinen langweiligen Kleinwagen fahren möchten. Auch tuningtechnisch kann man beim Compact so einiges umsetzen. Wenn man einen mit M-Paket findet, muss man eigentlich nur noch ein Fahrwerk und Felgen holen, um optisch aus der Masse hervorzustechen. In Sachen Infotainment kann man hier jedoch nicht viel erwarten. Dinge wie ein Navigationssystem, Bluetooth, auch Schnittstellen oder USB-Buchsen muss man sich leider nachrüsten. Nichtsdestotrotz ist der Compact eine absolute Empfehlung im Low-Budget-Bereich. Unsere Empfehlung für den 316i Compact sind die 1,9 Liter Modelle. Diese wurden von Mai 1999 bis September 2000 gebaut und haben 105 PS. Der Preis für diese Modelle liegt je nach Zustand, Laufleistung und Ausstattung zwischen 1500 bis 4000. Hier sind nochmal alle Daten im Überblick. Weiter geht's mit dem BMW 318 Ti E46 Compact. Der Nachfolger des E36 Compact und zugegeben wegen der Front das umstrittenste BMW-Fahrzeug seiner Zeit. Aber der E46 Compact macht in Sachen Technik und Ausstattung einen extremen Sprung nach vorne. Auch hier spricht das sportliche Fahrwerk und die Praktikabilität für das Fahrzeug. Der Innenraum zum Beispiel ist modern designt und heute noch sehr ansprechend. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger bietet der E46 Compact viel mehr Ausstattung. Klimatronic, DSC, Xenon und vieles mehr standen damals zur Auswahl. Der E46 Compact macht den perfekten Spagat zwischen klassischem BMW-Fahrverhalten und moderner Technik. So bietet er viel Fahrdynamik und Sicherheit und auf Technik muss man auch nicht verzichten. In Sachen Tuning kann man auch aus dem E46 Compact mit etwas Aufwand ein geniales Fahrzeug zaubern. Die Front ist zwar nicht für jeden etwas, aber wer damit klarkommt, kann auch hier mit einem Fahrwerk und passenden Felgen ein ansprechendes Anfängerfahrzeug bauen. Auch wenn es um das Thema Infotainment geht, kann der E46 Compact mit mehr Optionen aufwarten. So gibt es auch von Drittherstellern geniale Head-Units, die ein Navigationssystem samt Freisprechfunktion, Bluetooth, WLAN, AUX und USB-Schnittstellen bieten. So kann man mit einem Bauteil gleich mehrere Sachen nachrüsten. In der Videobeschreibung haben wir euch eine solche Head-Unit verlinkt. Wer Interesse hat, einfach draufklicken. Unsere Empfehlung für den 318 Ti: Man sollte am besten Ausschau nach Modellen halten, die vom März 2003 bis Dezember 2004 gebaut wurden. Dies sind die Facelift-Modelle, die optisch ein paar Verbesserungen bekommen haben. Um aber mit dem 143 PS starken Motor auch noch etwas länger Spaß zu haben, empfehlen wir gerade bei diesem Modell nach Steuerkettenproblemen zu fragen und auf jeden Fall vor dem Kauf einen Gebrauchtwagencheck beim TÜV oder bei der DEKRA durchführen zu lassen. Preislich bewegt sich ein guter E46 Compact bei 2500 bis 6500. Noch nicht modern genug? Dann kommen wir zum BMW 120e, E81, E87. Der erste seiner Art und eine Revolution in der BMW-Kompaktklasse. Nachdem die 3er Kompaktreihe eingestellt und vom 1er ersetzt wurde, kam zum ersten Mal ein kompakter BMW als 3- und 5-Türer auf den Markt. Ähnlich wie sein Vorgänger machte der 1er technisch wieder einen großen Schritt nach vorn. Aber anders als der E46 Compact sah der 1er für die breite Masse sehr ansprechend aus. Die Front sowie das Heck waren wirklich genial designt und wirken auch heute noch sehr modern.
Obwohl der 1er eine Klasse unter den Mittelklasse-Modellen angesiedelt war, verfügte er über Technik der höheren Klassen. Beim Facelift-Modell zum Beispiel wurde das Efficient Dynamics-Paket mit Start-Stopp-Funktion, Bremsenergierückgewinnung und die elektrische Lenkkraftunterstützung eingeführt. So ist gerade das Facelift-Modell heute noch auf Höhe der Zeit. Auch Keyless Entry gehörte schon damals zur Ausstattungsliste. Wer seinen 1er auch tunen möchte, hat sehr viele Möglichkeiten, dies zu tun. Es gibt für den 1er verschiedenste Front- und Heckschürzen. Ob Serie, M-Paket, Performance-Paket oder 1er M-Nachbauschürzen. Der 1er bietet viel mehr Möglichkeiten, sein Fahrzeug zu individualisieren. Mit der nötigen Tiefe und ansprechenden Rädern kann man das Fahrzeug optisch perfekt abrunden. Infotainment wurde auch beim 1er groß geschrieben, auch hier ist das Facelift-Modell besonders zu empfehlen. Das ausgereifte und weiterentwickelte iDrive-System vereint das Navigations-, Radio- und Fahrzeuginfosystem. Bluetooth sowie AUX-Schnittstellen waren auch ab Werk erhältlich. Alles in allem bietet der 1er auch heute noch Technik, die mit modernen Fahrzeugen mithalten kann. Unsere Empfehlung zum 120i. Wer nun einen kaufen möchte, sollte die Modelle zwischen Mai 2007 bis Juli 2012 in Betracht ziehen. Auch hier handelt es sich um die Facelift-Modelle, die viele technische Neuerungen mit sich brachten. Motorentechnisch gilt beim 120i genau dasselbe wie bei seinem Vorgänger. Immer die Steuerkettenproblematik ansprechen und am besten direkt zur TÜV oder zur DEKRA fahren, um das Auto vor dem Kauf auf Herz und Nieren checken zu lassen. Preislich bewegen sich gute 120i Facelift Modelle zwischen 7.000 und 15.000 Euro, aber hier nochmal ein kleiner Überblick. Bevor wir zum Ende kommen, noch eine kurze Info für euch. Seit kurzem ist unsere neue Webseite online. Zusammen mit unseren neuen Partnern werden wir euch geniale Angebote zu Ersatz- und Tuningteilen sowie speziellen Felgen und Reifen machen. Also schaut auf bavmo.net vorbei und besucht uns regelmäßig, denn weg ist weg. In Kürze starten die ersten Aktionen. Freut euch drauf! So Freunde, das war's mit dem Bavmo Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Wer es noch nicht getan hat, kann unseren Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Vergesst auch nicht, unsere Webseite und unsere Social Media Kanäle zu besuchen. Falls ihr das letzte Video verpasst habt, dann klickt auf das linke oder rechte Bild. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Eure Bavmo Crew.